Recht herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag am 20. Juli 2015. Heute mit diesen Themen. Industriellen Vereinigung Vorarlberg fordert trotz guter Konjunkturerwartungen Reformen ein. Oliver Czabron, Geschäftsführer von den Walgauer Freizeitinfrastrukturbetrieben, zu Gast beim Ländle Talk. Und es gibt wie gewohnt die News-, Sport- und Wetterinformationen. Die Vorarlberger Industriellen Vereinigung sowie die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg präsentierten heute die Ergebnisse und Ableitungen der aktuellen Konjunktursituation der Vorarlberger Industrie. Einige Informationen dazu gibt's jetzt. Die Konjunkturumfrage für das zweite Quartal der Vorarlberger Industriellen Vereinigung zeigt ein zufriedenstellendes Bild, erklärt der Präsident der Industriellen Vereinigung Martin Ohneberg bei deren Präsentation am Montag. Weil insgesamt der Geschäftsklimaindex sozusagen gegenüber der letzten Untersuchung um 11% gestiegen ist. Das heißt, es hat sich in eine positive Richtung entwickelt. Insgesamt besteht Zuversicht in der Vorarlberg-Industrie, was einerseits die aktuelle und die Auftragslage in den nächsten 6 Monate betrifft und auf der anderen Seite auch, was die Beschäftigung betrifft. Allerdings glaube ich, man muss vorsichtig sein mit Euphorie. Die Zuversicht und die positive Stimmung muss jetzt genutzt werden, um die großen Reformen, die notwendig sind, anzugehen. Der Grund für den Optimismus seien die derzeit gut gefüllten Auftragsbücher der Industrie. Dies liege vor allem an der guten Entwicklung in Südeuropa und den USA und weniger am Konsum im Inland. Besonders negativ sieht man daher, dass die Industrie beinahe in allen Branchen mit einem wachsenden internationalen Preisdruck rechnet. Die Industriellenvereinigung fordert daher Reformen ein, die die Wirtschaft entlasten, beispielsweise bei den Lohnnebenkosten. Ich glaube, der Sozialbereich ist ein Bereich, neben dem Verwaltungsbereich, neben dem Pensionsbereich und so weiter. Ich glaube, es gibt eine Unmenge von Reformvorschlägen, die am Tisch liegen. Was wichtig wäre, ist jetzt, dass endlich die Reformvorschläge angegangen werden, dass man aufhört zu reden, sondern jetzt wirklich das einmal zu Taten machen lässt. Ich möchte jetzt gar nicht auf konkrete Dinge eingehen. Da gibt es Unmenge, da gibt es Vorschläge vom Rechnungshof, vom Landesrechnungshof, da gibt es auch sonstige Vorschläge. Ich glaube, es anzugehen. Um als Exportland bestehen zu können, braucht es aus Sicht der Industriellen Vereinigung einen positiven Ausgang des TTIP-Abkommens mit den USA. Das Schüren von Ängsten sorge nur für eine wirtschaftskritische Stimmung im Land. Man müsse Vertrauen in die Volksvertreter haben, doch brauche es auch mehr Transparenz, ist Ohneberg überzeugt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sachlich informiert. Ich glaube, dass sich auch schon ein bisschen was getan hat in der Gesamtstimmung. Selbstverständlich muss man die Ängste, die vorhanden sind, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, die muss man natürlich aktiv ansprechen. Man muss versuchen, Aufklärung zu betreiben. Soweit zur Pressekonferenz der Vorarlberger Industriellen Vereinigung sowie der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Weitere Meldungen des Tages gibt es nun im Überblick. Doppelmayr baut Stadtseilbahn in Bogota. Der Vorarlberger Seilbahnhersteller Doppelmayr hat definitiv den Zuschlag für ein Seilbahnprojekt in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota erhalten. Der Vertrag für das 9,4 Millionen Euro Projekt sei am vergangenen Donnerstag unterzeichnet worden, teilte Doppelmayr am Montag mit. Die über 3,3 Kilometer lange kuppelbare Gondelbahn wird als öffentliches Verkehrsmittel in das Verkehrsnetz integriert. 60 Gondeln für je 10 Personen sollen dann in 13-minütigen Fahrten rund 2600 Personen pro Stunde befördern. Stein durchschlug Schlafzimmerfenster. Die sozialistische Jugend vermutet politischen Hintergrund. In der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr wurde in Hohenems in der Jakob-Hannibal-Straße ein Haus mit Steinen beworfen. Ein Stein durchschlug einen Rollladen und landete im Schlafzimmer eines Jungsozialisten. Insgesamt 9 Steine habe man gezielt auf das Fenster geworfen und beschädigte so die Fassade und Fenstereinfassung, informierte die Polizei am Montag. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Und heißer Sommer erhöht Waldbrandgefahr. Die aktuelle Wetterlage mit nur wenig Regen erhöht auch die Waldbrandgefahr im Ländle. Landesrat Erich Schwärzler appelliert, die Sicherheitsregeln einzuhalten. Deshalb gilt Vorsicht beim Grillen in freier Natur. Auch kleine Zündquellen wie eine heiße Auspuffanlage oder Zigaretten können einen Brand auslösen. Beim Ländle-Talk stellte sich Oliver Czabron den Fragen von Marc Gächter. Einen Ausschnitt davon gibt's jetzt. Die ersten Badetage sind absolviert. Wie soll es in diesem Jahr weitergehen? Was sind die Ziele fürs erste Jahr im Walgaubad? Also wir haben ja beim Walgaubad einen ganz großen Schwerpunkt auf Sportprogramm gelegt. Das heißt, wir haben Aquafitness, Schwimmkurse, Schwimmtraining.
Wir haben Yoga, wird bei uns im Bad angeboten. Und das möchte man natürlich durchziehen bis Ende September, solange werden wir auf jeden Fall das Bad geöffnet haben. Schließlich haben wir festgestellt, in den letzten Jahren ist der Herbst oftmals viel schöner gewesen als der Sommer. Das Programm ist also vorhanden und ich glaube, es sind auch für alle Bevölkerungsschichten, egal ob jung oder alt, es gibt für alle etwas zu bieten hier. Ja, wir haben uns schon in der Planungsphase überlegt, wen wollen wir ansprechen. Und natürlich ist der Schwerpunkt, wie im alten Bad, schon Familie. Aber wir haben auch die Sportler nicht vergessen. Wir haben eine 50-Meter-Bahn, also drei Bahnen, 50-Meter-Becken. Wir haben für die älteren Semester das Aquafit-Becken, ist ein bisschen ein Ruhebereich mit Sprudelliegen, Massagedüsen und so weiter. Wir haben aber auch für die Jugendlichen einen Sprungturm bis 5 Meter eingerichtet. Und wir haben, da sind wir einzigartig in Österreich, den Wellenball. Wellenball? Der Wellenball, das nennt sich Api-Ball. Kann man sich so vorstellen, es ist ein kreisrundes Becken und in der Mitte sitzt ein Ball und der erzeugt Wellen, die sich nachher in alle Richtungen ausbreiten. Und wenn der eingeschaltet ist, dann geht sich dem Becken schon richtig ab und das ist eigentlich momentan, glaube ich, die größte Attraktion, vor allem bei der Jüngeren. Den Ländle Talk mit Oliver Czabrun in voller Länge gibt es ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Abschließendes Testspiel am Dienstag für den SC Alltag. Der Fußball-Bundesligist trifft auf der Birkenwiese in Dornbirn auf den FC Langeneck. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Apropos Alltag, die Spielgenehmigung für Neuzugang Juan Barrera ist eingetroffen. Der Teamcaptain von Nicaragua ist somit zum Meisterschaftsauftakt gegen Grödig spielberechtigt. Soweit zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Einem Hotelier in der Finz läuten die Glocken der Kühe seines Nachbarn zu laut, weshalb er ihn auf einen Schadensbetrag in der Höhe von 7.000 Euro verklagt. Die Wespen kommen, weil Frühling und Sommer kaum Kältetage aufzuweisen hatten und auch der Winter mild war, sind die lästigen Stecher heuer in Massen unterwegs. Und die Gemeinde Götzis informiert am Montagabend ihre Bürger über das geplante Asylquartier in der Tennishalle. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. In der heutigen Nacht fallen Schauer und Quellwolken zusammen, es klart zunehmend auf. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 27 Grad, der Wind weht mit 5 km/h aus Südosten. Morgen Dienstag verschwinden mögliche Nebelfelder rasch und es wird sonnig. Am Nachmittag bilden sich zum Teil jedoch größere Quellwolken. Es wird wieder heiß mit Höchstwerten von 23 bis 33 Grad. Nach einem recht sonnigen Vormittag wachsen am Mittwoch teils mächtige Quellwolken in den Himmel und es folgen lokale, aber teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Am Donnerstag ist es von der Früh an wolkig bis stark bewölkt und es kommt schon am Vormittag zu teils kräftigen Regenschauern. Und am Freitag ist es stark bewölkt bei Temperaturen von 21 bis 24 Grad.